Ja, mein Name ist Andres Rösch. Ich forsche am Lichtechnischen Institut hier in Karlsruhe an gedruckten optischen Filtern, die wir mit einem Tintenstrahldrucker herstellen. Optische Filter sind Filter von Licht, die wellenlängenspezifisch Licht entweder transmittieren oder reflektieren können. Optische Filter finden eigentlich überall da Anwendung, wo mit Licht gearbeitet wird. Das bedeutet, im klassischen Fall ist es die Fotografie oder Videografie, in der man unter anderem Licht, das man nicht haben möchte, einfach herausfiltert. Optische, dielektrische Filter bestehen aus sehr viel nanometerdünnen Schichten, die übereinander aufgebaut sind. Meistens bestehen diese Schichten zum einen aus zwei unterschiedlichen Materialien, die einen unterschiedlichen Brechungsindex haben und eine unterschiedliche Schichtdicke. Schaut man sich konventionelle Herstellungsmethoden an, so wird großflächig Material evaporiert, sodass viele Materialverluste entstehen. Und diese Verdampfungstechniken brauchen sehr hohe Temperaturen und sind somit sehr energieintensiv. Wir haben eine neue Methode entwickelt, mit der man solche optischen Filter auch einfach mit einem Tintenstrahldrucker Schicht für Schicht übereinander drucken kann. Zum einen muss man die Tinten, die wir benutzen, speziell herstellen und zum anderen muss man die Druckparameter und die Trocknungsparameter bei der Herstellung genauestens bestimmen. Die Eigenschaften des optischen Filters werden hauptsächlich über die Schichtdicken der gedruckten Schichten hergestellt. Die Vorteile unseres Herstellungsprozesses sind, dass wir energiesparsam und materialsparsam arbeiten können. Wir sehen die Anwendung unserer Technologie hauptsächlich in Spezialanfertigungen von optischen Filtern für unterschiedliche Spektroskopie-Anwendungen, beispielsweise in der Medizin, in der Chemie oder aber in der Informationstechnik, wie beispielsweise dem maschinellen Sehen. Eine mögliche Anwendung sind auch großflächige Teleskope, die zum einen einen hohen Reflexionsgrad und eine große Fläche miteinander kombinieren müssen.